Das schmeckte den Fans der HSG Twistetal. Das Team von Andrea Hartmann landete im Spitzenspiel der Landesliga Nord einen Big Point gegen die SG Kirchhoff 2. Mit 29:21 schickte der in grün auflaufende Herbstmeister die drittplatzierten Gäste auf die Heimreise. SG-Trainer Christian Denk baut eine junge Mannschaft auf, in der Perspektivspielerinnen wie Sophia Bachmann, ehemals Bad Wildunger A-Jugend, Erfahrungen sammeln sollen, um später in der dritten Liga eingesetzt werden zu können. Twistetal setzt Routine und viel Leidenschaft dagegen. Die Bangert-Schwestern stehen dafür und sorgten mit ihren Treffern für das zwischenzeitliche 10:5. Spielertrainerin Hartmann wusste, dass es Kirchhoffs dynamisches Tempospiel zu unterbinden galt. Das gelang sehr gut. Ja, und Torhüterin Kati Wieck war einfach überragend. Allein in Hälfte 1 hielt sie 4-7 Meter und brachte die SG-Offensive schier zur Verzweiflung. Klar, dass sie in der Halbzeit beim Stand von 14:8 gut lachen hatte. Im zweiten Spielabschnitt wurde es für kurze Zeit noch einmal eng. Kirchhoff kam auf 15:10 heran. Doch anschließend stand die 6-0-Abwehr des Tabellenführers wieder sehr dicht. Das variable Spiel der Gäste kam kaum zur Entfaltung. Zu oft nahm sie Fehlwürfe. Beziehungsweise Kati Wieck hielt einfach alles. So wurden aus 5 10 Tore Differenz. 22:12. Beim Schlusspfiff hieß es dann 29:21. Mit diesem wichtigen Sieg baut die HSG Twistetal die Tabellenführung in der Landesliga aus und hat nun 18:2 Punkte auf dem Konto.